So, dann herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey. Nachdem wir in der letzten Folge ein kleines amoröses Abenteuer mit Odessa hatten und sie auch in unsere Mannschaft aufgenommen haben, haben wir jetzt ja immer noch die Aufgabe, den Wolf davon zu, also die Spartaner davon zu überzeugen, uns zum Wolf vorzulassen. Zum Wolf von Sparta. Sprich zu unserem Vater, der uns die Klippe runtergeworfen hat. Naja. Schauen wir doch mal. Was haben wir denn zu tun? Genau, wir sind immer noch die Kriegerkasse. Stehlen. Und Hyrkan, das muss auch noch getötet werden. Dann können wir den Anführer der Athener töten. Was sollen wir machen? Die Kriegerkasse? Kriegskasse? So. Achso, genau. Wir haben ja, glaube ich, in der letzten Folge auch noch einen neuen Bogen bekommen. Oder haben wir die schon ausgerüstet? Den haben wir schon. Gut. Okay. Ist alles gut. Den Staatsschatz finden wir. Ich glaube, dazu müssen wir in die Festung. Hier ist der Anführer. Oder? Der Anführer ist jetzt angreifbar. Das Ziel ist derzeit eine Stufe über dir. Deswegen halt noch nicht. Wo ist eigentlich Hyrkanus? Genau, Söldner. Vielleicht finden wir den eher. Hyrkanus, der Gerissene. Verfolgen. Wer ist da hinten? Dann würde ich mal vorschlagen, wir gehen mal zu Hyrkanus. Okay, das ist nicht mein Pferd. Du bist mein und Pferd. Weiter. Wo ist der? Das ist gar nicht so weit weg. Wenn zur Straße zur Markierung geht. Ich darf mich nicht erwischen lassen. So. Da hinten ist der Anführer, oder? Und wie gesagt, ich mache erst die Nebenaufgaben. Die Stadt der Schweine. Ja, das weiß ich. Das sagtest du schon dem anderen. Beim letzten Mal. Wölfe. Ist Ephesus. Los. Banditen. Können wir vielleicht gerade nebenbei noch machen? Da muss ich ja sowieso runter. Los.
Dann machen wir das jetzt mal ganz schwer. Ja, gut geschossen. Echt gut gemacht, Versand. Hat er sich gerade selbst umgebracht? Anscheinend ja. Und da läuft noch einer rum, den mir mein Vogel nicht angezeigt hat. Das ist doch das Rätsel, oder nicht? Da hinten. Ich weiß gar nicht, was ich ohne dich machen soll. Lieber so. Sehr gut. Weg. So, tun wir jetzt mal das Rätsel machen. Und hier jetzt. Und alte Tafel finden. Ja, genau, das ist nur eine Tafel, aber kein Rätsel, okay. Durchsuchen, durchsuchen. Das Schwert ist aber noch gut groß. Hilfe! Hört mich denn keiner? Na ja, oh, Vorsicht. Da ist der, den ich nicht gesehen habe. Jetzt ist er aber weg. Ich danke dir vielmals. Ja, alles gut. So, jetzt können wir hier versuchen, hier Kranas zu erwischen. So viele Gegner sind hier eigentlich gar nicht. Probieren wir es aus. Okay, dann glaube ich erstmal nach oben, dann sind wir einfacher am Ziel.
Explodieren heißt das nicht mal. So, was ist seine Schwäche nochmal? Ja, den kann ich noch nicht nehmen. So, was war Hyokanes Schwäche? Geringer Schaden durch Fernangriffe, schade. Höherer Schaden durch Feuer. Aber wo kriege ich jetzt Feuer her? Militarisierter Tempel von Megara. Ist jetzt erstmal das muss Hyrkanos Daten ausschalten. Ausschalten? Der sieht uns ja nicht. Guck, guck. Könnt ihn halt mit einer Fackel bewerfen. Dann. Problem ist, da laufen die anderen mal rum. An die drei normalen habe ich gut ausgeschaltet. Warte mal, bis der auf der anderen Seite ist, dann versuche ich ihn auszuschalten. So, jetzt. Okay, keiner hat es gesehen. Wieder aus da. Das hat es nicht gebracht. Okay, jetzt brennt er. Ich glaube, ich schalte nach traditioneller Art und Weise aus. Verdammt. Bereit zu sterben?
Vorbeigetreten, was gibt's da nicht? Das war Mist. Hier ist nichts Göttliches. Ich sag ja, ich muss den allein irgendwie erwischen. Hat so gut angefangen. Ja, toll, es ist hier alles wieder voll. Wenn ich nicht kämpfen will, darf ich mich nicht sehen lassen. Ausschalten. So, jetzt gucken, dass ich aufs Dach bin. Ob mich jemand sieht. Den irgendwie auf die andere Seite bekommen. Zwischenzeit schalte ich den Kommandanten mal aus. So. Lauter Dinger mit Öl, aber da kommt jetzt nicht rüber. Das bringt bei ihm gar nichts.
bisher klappt's. Oh, das war's. Das hat sich wirklich gelohnt. Vielleicht sollte ich mehr Söldner zur Strecke bringen. Mal ganz kurz runterklettern. Firkanus Dolch. Schauen wir uns das mal an. Firkanus Dolch. Besser als das bei sicher. So, dann werden wir oben mal noch kurz aufräumen. Jetzt kann ich ja hier langlaufen, ist ja keiner mehr da. Okay, da ist irgendwas drunter. Hier kann ich auch klauen, weil es ist ja egal. Nur Drachen. So. Hier ist das Grab. Machen wir auch vielleicht mal. Eine Drachme, wow! Das hat sich ja jetzt gelohnt. Ah, Handschuhe. Aber ist hier irgendwas Besonderes drin? Geh mal raus. Ah, antike Stele finden. Ich dachte, irgendwo hier drin irgendwas finden. Nicht die Wand kaputt hauen. Ah, so war das.
Aufpassen vor Fallen. Oder vor Schlange. Bisschen Licht ins Dunkel bringen. Das habe ich schon in Origins gehasst, dass wenn du in eine Gräbern rumblätterst, dass dann überall Schlangen drauf kommen. Feuerschale. Hier auf. Da wird jetzt auch eine Feuerschale. Wenn ihr dann mal ein bisschen Licht machen. Ich gehe hier ein bisschen vorsichtiger durch. Ich mag keine Schlangen. Stehle habe ich gefunden. Und ich bekomme einen Fertigkeitspunkt. Machen wir gleich. Nicht zu hektisch. Wenn wir hier kein Licht machen. Kopfhaken. Ach, so ein Ding ist das. Fähigkeiten. Was hören wir uns denn als nächstes Schönes? Das ist natürlich auch nice. Schussfolge. Weise diese Fähigkeit zu, um sie zu nutzen. Erfasse bis zu 4 Gegner gleichzeitig und verschieße Pfeile, die 150% Jägerschaden bei jedem Ziel anrichten. Das nehme ich. Das klingt doch nice. Fackel nehme ich wieder. Denen geht's nicht mehr gut.
Und wir wählen. Hier war ich schon. Können wir ein bisschen schneller bewegen? Nein, da hinten ist ja auch noch eine Truhe. Genau. Zack. Rupp. Und rutsch. Dass aber überall diese verdammten Schlangen sind. Dunkelsteinmaske. Ich schätze mal, jetzt sind wir aber durch. So, dann können wir wieder raus. Cassandra? Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe nur geguckt, ob alles okay ist da drin. Ja, ist nicht einsturzgefährdet. Alles okay. Die eine Wand ist vielleicht ein bisschen kaputt, aber... Nee. Wir bleiben schon dabei. So.